Powerbild drauf stand, ne? Welche Farbe? Rainbow. So, nehmen wir zweimal Pasta. Alles Powerbait geschleppt. Nice. Bis jetzt wurde noch nichts. Forellen sind sehr träge. Beißen nur von oben, ganz dicht unter der Oberfläche. Mehr auf Stand. Auch ein paar Bisse auf Paste gehabt, aber eher mager. Fisch ist aber genug drin. Vielleicht kommt der Besatz mal sehen. Ja, ja. Warte. Kilo, anderthalb. Spoon funktioniert gar nicht. Probieren wir mal Rodeocraft USA. Farbe Pink war nix. Also da auf UL gar nichts läuft. Probieren wir es wieder auf Schleppen Tremarella Paste. Das hat wirklich keinen Sinn. Nach dem Besatz noch kein Fisch rausgekommen. So, da haben wir es ein bisschen auf Paste, ey. Ich habe diese Paste. Jetzt habe ich nicht Powerbait geschleppt, sondern als L-Form und so leicht gezupft. Vielleicht ist das Powerbait geschleppt schon zu viel Druck. Der ist fett, ey.
schöner Lachs. Kurz, wie habe ich den gefangen? Den Haken so rein. Spitz aufdrehen, auf die Schnur. Hier auch nochmal. Haben wir sowas. Und drehen das nochmal. Dass sich eine L-Form ergibt. Das rotiert dann ganz langsam. Auch auf Paste geschleppt, aber nach dem Besatz erst die zweite, schon 40 Minuten oder so vorbei. Aber die Fische tun sich schwer. Mal hier beißt ein Lachs, er hat die nicht mal reingeworfen. Die Forellen sind irgendwo in der Nirvana. Nein. Der hat Forellen reingeworfen, nicht solche. Wo ist denn hier? Da. Schöner Lachs. Wieder hier Paste geschleppt. Auch Paste geschleppt, L-Form. Vor den Füßen, Alter. So, da haben wir Biss wieder. Bei Edward nach langer Zeit. Wieder auf Paste. Da geht's, da geht's. Guck mal, solche hat er auch reingeworfen. Solche. Jetzt auch zusammen. Es ist 14:15 Uhr. Spoons, Wobbler, Gummi, UL ging alles nicht. Nur Paste schleppen in jeglichen Formen, Propeller und die L-Form, damit sich das schön dreht.
Fisch ist sehr viel drin in Teich 3. Da, Edward hat auch wieder eine. Aber die Fische haben heute wirklich sehr zickig gebissen. Nur geschleppte Paste, sonst ging gar nichts. Das zeigt mal wieder, dass es auch solche Tage gibt. 40 Fische reingekommen, 15 davon wurden rausgefangen nach Besatz. Und es waren auch genug drinne. Von daher, bis nächstes Mal. Abonniert den Kanal für mehr und wir sehen uns. Kommt nach Hakenbeck, hier ist genug Fisch drin. Ciao.